Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Ich erzähle euch eine Geschichte über den Sternenhimmel. Es gibt dort oben ein Königreich und passiert immer wieder etwas Neues. Ja, ist immer was los. Der König kümmert gerade um seinen Hof und auch um seine Familie. Die Königin hat andere Ideen. Sie wünscht sich mehr Ansehen und auch mehr Anerkennung. Im Königreich leben viele Menschen und einige suchen gerade ein neues Zuhause. Der hübsche Prinz sollte über Gefühle sprechen, aber er ist mit sich selbst beschäftigt. Bei ihm kommen gerade die Erinnerungen, alte Bilder wieder hoch. Die schöne Prinzessin ist hin und her gerissen. Sie braucht mehr Bestätigung, sie braucht mehr Sicherheit und Stabilität in die Liebe. Sie ist so unsicher gerade. Aber sie soll lernen, im inneren Gleichgewicht und im Vertrauen bleiben. Sie braucht nämlich diese Leichtigkeit. Oh, ich verrate euch ein Geheimnis. Es nähert sich etwas in die Liebe und das ist traumhaft schön, vorausgesetzt ist, man glaubt daran. Diese Geschichte hat selbstverständlich astrologische Hintergründe. Ab heute bewegt sich Sonne in Tierkreiszeichen Krebs nach indischen Berechnung. Das ist die Scheinbewegung, die Sonne. In Wirklichkeit macht die Bewegung unserem Planet Erde. Aber Krebs wirkt natürlich. Der König kümmert um seinen Hof und kümmert um seine Familie. Der hübsche Prinz. Und das symbolisiert die Mars-Energie, ist auch im Krebs. Merkur hat auch einen Einfluss. Merkur bewegt sich nach indischen Berechnung auch im Krebs und ist rückläufig. Natürlich kann das auch Nachricht bedeuten, aber auch Erinnerungen. Mond bildet sich eine Opposition mit diesem rückläufigen Merkur. Man sollte über Gefühle sprechen, aber diese Rückläufigkeit bremst das. Venus, die Liebesplanet, symbolisiert die Prinzessin, bildet sich auch in Opposition zum rückläufigen Saturn. Die schöne Prinzessin braucht mehr Bestätigung, mehr Sicherheit und Stabilität in die Liebe. Und diese Opposition bedeutet, dass Venus und ein rückläufiger Saturn stehen gegenüber. Sie spiegeln natürlich etwas, aber bedeutet auch im inneren Gleichgewicht bleiben. Und das prägt natürlich im Bereich Liebe, Partnerschaft. Immerhin Venus wirkt hier. Venus befindet sich auf dem aufsteigenden Mondknoten. Saturn befindet sich auf dem absteigenden Mondknoten. Natürlich kommt noch dazu die karmischen Themen. Neptun ist rückläufig. Venus bewegt sich vorwärts. Sie kommen entgegen und bilden sich bald ein Trigon. Ein Trigon verspricht Glück und Neptun die Träume. Das war dieses Geheimnis. Aber bei Träumen ist wichtig, das Beherzigen, dass wir daran glauben. Sonst kommt es nicht zum Erfüllung. Und das war die astrologische Quelle zu meiner Geschichte. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert.
Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.